Steffen H. hatte vergessen, eine kleine Rechnung in Höhe von 17 Euro zu bezahlen. Er erhielt dann ein Schreiben von einem Inkassobüro mit einer Forderung von 67,63 Euro. Da er ALG-II-Empfänger ist, setzte er sich mit dem Inkassodienst in Verbindung, um die Forderung in Raten begleichen zu können. Nun sollte er zusätzlich zur Forderung auch noch eine Einigungsgebühr von 25 Euro, insgesamt also 92,63 Euro zahlen. Nur dann wäre die Ratenzahlung möglich. Ist diese Einigungsgebühr rechtmäßig? Es ist tatsächlich so, dass viele Unternehmen Dritte mit dem Inkasso ihrer Forderungen, gerade von Kleinforderungen im Massengeschäft, beauftragen. Und die Kosten, die dann durch das Inkasso, durch den Forderungseinzug entstehen, die sollen dann also auch die Schuldner tragen. Das ist aber nicht ohne weiteres gerechtfertigt. Unter welchen Voraussetzungen können denn die Inkassodienste neben der eigentlichen Forderung auch die Kosten erstattet verlangen? Es ist im Prinzip nicht anders, als es sich bei der Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten verhält. Die Voraussetzung dafür, dass derjenige, der eine Rechnung nicht bezahlt hat oder nicht rechtzeitig bezahlt hat, die Kosten des Anwaltes oder eben dieses Inkassobüros tragen muss, ist, dass er sich mit der Bezahlung in Verzug befunden hat. Und wann kommt der Zahlungspflichtige in Verzug? Bei Verbrauchern ist es so, dass wenn auf der Rechnung ein entsprechender Hinweis vorhanden ist, er nach 30 Tagen in Verzug kommt. Auf vielen Rechnungen ist es aber nicht so. Also Voraussetzung wäre, dass auf der Rechnung ausdrücklich beschrieben ist, Sie kommen nach Rechnungserhalt innerhalb von 30 Tagen in Verzug, wenn Sie die Rechnung nicht rechtzeitig bezahlt haben. Ansonsten, wenn also dieser Hinweis fehlt, bedarf es immer einer Mahnung. So ist es also auch meistens, weil viele Unternehmen es eben nicht für erforderlich, ist also auch gesetzlich nicht vorgeschrieben, für nicht erforderlich und für nicht nötig halten, auf der Rechnung diese Anmerkung zu machen. Und wenn also keine Mahnung vorliegt, dann müssen also, weil ja kein Verzug gegeben ist, zunächst also auch keine Kosten erstattet werden, wenn da ein Dritter mit dem Forderungseinzug beauftragt wird. Was heißt das zunächst? Wenn vor Einstellung dieses Inkassobüros kein Verzug vorgelegen hat, dann ist möglicherweise das erste Schreiben des Inkassobüros oder des Rechtsanwaltes, wenn es ein Rechtsanwalt wäre, als eine solche Mahnung zu verstehen, und jede weitere Tätigkeit, die sich dann daran anschließt, wenn also auch daraufhin nicht gezahlt werden würde, wäre dann also eine Tätigkeit, für die dann möglicherweise auch Kosten entstehen, die dann derjenige, der seine Rechnung nicht bezahlt hat, auch erstatten muss. Und mit welchen Kosten muss man rechnen? Erstattungspflichtig sind generell alle Kosten, die der Gläubiger der Forderung als notwendig erachten konnte. Was der Gläubiger für erforderlich halten dürfte, ergibt sich dann häufig auch aus der Konstellation, wenn ich einen Rechtsanwalt beauftrage, dann sind dessen Kosten in der Regel, wenn Verzug vorgelegen hat, in der Regel notwendige Kosten. Die werden also grundsätzlich als erforderlich angesehen, auch von der Rechtsprechung. Und deswegen lehnen sich also auch diese Inkasso-Unternehmen an den Gebühren an, die das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vorgibt, weil das, was der Rechtsanwalt als notwendige Kosten quasi in Rechnung stellen kann, was man da verlangen kann, das ist dann eben für die Inkassobüros eine entsprechende Orientierung. Was hat es denn mit der Einigungsgebühr auf sich? Es ist so, dass also auch Rechtsanwälte, wenn sie daran mitgewirkt haben, dass die Beteiligten einer solchen Auseinandersetzung, nennen wir es mal so, sich geeinigt haben, eine Einigungsgebühr verdienen. Also ihrem Auftraggeber eine Einigungsgebühr in Rechnung stellen dürfen. Und das ist also auch dann der Fall. So eine Einigung wird also auch dann zustande gekommen sein, wenn man sich über eine Ratenzahlung geeinigt hat, weil auch das, auch diese Ratenzahlungsvereinbarung ja ein Nachgeben des Gläubigers ist. Er könnte ja darauf bestehen, dass die Forderung insgesamt in voller Höhe und sofort bezahlt wird, wenn sie fällig ist. Also ist das Nachgeben, das Einlassen auf eine Ratenzahlungsvereinbarung das Mitwirken an einer Einigung. Und wenn bei einem Anwalt das als notwendige Kosten angesehen wird, dann wie gesagt auch hier wieder beim Inkassobüro. Und dann kann es durchaus sein, dass diese Einigungsgebühr jedenfalls entstanden ist, also ein Kostenansatz in Höhe einer Einigungsgebühr. Und wenn das Inkassobüro diese Ratenzahlungsvereinbarung davon abhängig machen will, dass der Schuldner der Forderung auch diese Einigungsgebühr erstattet, dann sollte man möglichst sehen, dass man das eventuell vermeidet.
Und dann vielleicht die Forderung doch im Ganzen bezahlt, eventuell dadurch, dass man sich das Geld eben woanders beäugt, für einen vergleichsweise überschaubaren Zeitraum, damit die ganze Sache nicht noch unwirtschaftlicher wird, als sie hier schon geworden ist. Frage und Antwort. Mein früherer Stromanbieter will mich verklagen. Welches Gericht ist dafür zuständig? Bei Verbrauchern befindet sich das zuständige Gericht immer am Wohnsitz desjenigen, der verklagt werden soll. Eine Gerichtsstandsvereinbarung, wie sie häufig in allgemeinen Geschäftsbedingungen vorkommt, die ist nur dann wirksam, wenn an dieser Vereinbarung ausschließlich Unternehmen beteiligt sind.